Hi, ich bin Josef und ich werde eine Woche lang jeden Abend einen mir unbekannten Horrorfilm sehen. Wie gut oder schlecht das für meine Psyche, meinen Schlaf und mein Angstempfinden sein wird, erfahrt ihr in diesem Video. Danke an meine Patreons für das Möglichmachen dieses Videos. Wie einige von euch wissen, bin ich hauptberuflich Filmregisseur und Drehbuchautor. Und schon als Jugendlicher wollte ich unbedingt Horrorfilme machen. Meine ersten filmischen Gehversuche mit 11 Jahren zeigen das zumindest ziemlich deutlich. Und auch später waren meine eigenen Filme immer eher düster. Ich liebe die Kunst guter Horrorfilme und Geschichten. Leider lässt sich das in Deutschland bisher nicht ganz so leicht verkaufen, aber darum geht's heute nicht. Horrorfilm ist nicht gleich Horrorfilm. Es gibt etliche Subgenres. Da ich nicht wusste, wo ich anfangen soll, habe ich euch auf Instagram und Twitter gefragt und werdet aus euren Antworten die Filme schauen, die ihr selbst nie wieder sehen wollt, weil ihr sie so schlimm fandet. Und die ich gleichzeitig auch noch nie gesehen habe, damit ich möglichst unvorbereitet in die Filme starte. Trailer schaue ich mir ebenfalls nicht an. Also starte ich am ersten Abend ganz ohne Vorwissen in den ersten Film. Aber damit ihr nicht nur meine Perspektive habt, habe ich folgende Menschen interviewt. Michael Venus, Horrorfilmregisseur von dem fantastischen deutschen Horrorfilm Schlaf. Tabby Pilgrim, Synchronsprecherin und Gelegenheitshorrorfan. André Hecker, Podcastproduzent und Horrorliebhaber. Und V. Linker, Künstlerin und absolut kein Horrorfan. Wie würde es dir gehen, wenn du eine Woche lang jeden Tag einen Horrorfilm gucken würdest? Nicht gut. Ich glaube, es kommt da echt drauf an, was es für Horrorfilme sind. Also, dass ich jeden Tag in der Woche einen Horrorfilm geguckt habe, das kam sogar schon öfter vor. Manchmal sogar mehrere pro Tag. Ja, habe ich gemacht kürzlich und habe da jeden Tag so 1 bis 3 Horrorfilme gesehen. Horror ist ein sehr offensives Genre. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich damit auch ein bisschen verabredet. Stichwort, it can't be unseen. Jeder Mensch hat seine eigenen persönlichen Trigger und was ist er bereit zu verarbeiten. Ich habe mal eine Zeit lang als Content-Moderatorin gearbeitet und wurde da sehr viel mit schlimmen, brutalen Videos jeden Tag konfrontiert. Und da stumpft man einfach mit der Zeit ab. Und ich glaube, das passiert mit Horrorfilmen ähnlich. Ich starte mit einem der härtesten Horrorfilme laut André Hecker. Das ist der französische Film Martyrs. Ich mag Horrorfilme zwar, aber ich glaube, der hier wird eine andere Nummer. Es ist das erste Mal, dass ich mich bewusst beim Schauen eines Horrorfilms analysiere. Mein Körper durchläuft mehrere Phasen und mein Gehirn übernimmt die Kontrolle. Ich habe nichts erwartet und wurde beim Film mehrfach heftig erschrocken. Allerdings nicht durch billige Jumpscares. Jeder Schock hat eine Berechtigung und mich oft aus dem Nichts erwischt. Ich folge den Hauptfiguren in einen absoluten Albtraum. Der Film ist unberechenbar, düster, brutal und hat einige heftige Wendungen. Und ich bin immer mittendrin. Mein Puls steigt an, mein Körper verkrampft sich und ich vergesse alles um mich herum. Bin in der nervenzerreißenden Situation der Hauptfiguren, bis der Abspann läuft und ich minutenlang sitzen bleibe und verarbeite, was ich da gerade gesehen habe. In den letzten 2 Stunden war mein Hirn und mein Körper offenbar im Kampf- und Fluchtmodus. Und jetzt hänge ich mit Gedanken noch bei diesem Film, der übrigens ab 18 ist. Und das ist eine ernst gemeinte Warnung. Der ist echt krass. Ich liebe Horrorfilme verschiedenster Art. Aber nicht jeder kann was mit Horror anfangen. Ich hasse Horrorfilme. Ich gucke sie, aber ich hasse jede Sekunde dabei. Ich glaube, ich habe noch keinen Horrorfilm synchronisiert. Ich stelle mir vor, dass da viel mit ängstlichem Atmen gearbeitet wird. Ich mag keine Horrorfilme. Ich kann denen nichts abgewinnen. Ich kann wohl mal einen gucken. Und wenn es ganz schlimm ist, quäle ich mich richtig und kann wirklich das volle Programm nachts nicht schlafen. Wie sieht das bei euch aus? Vielleicht gehört ihr zu den Menschen, die Horrorfilme gar nicht sehen können. Laut einer Studie aus dem Jahr 2010 von der Soziologin Dr. Margie Kerr hat das meist 1 von 2 Gründen. Erstens, manche Menschen spüren viel lieber intensive Gefühle als andere Menschen. Das nennt man Affektbedürfnis und das ist bei jedem anders stark ausgeprägt. Wie beim Achterbahnfahren. Für die unter uns, die es lieben, sorgt das Gehirn bei kontrolliertem Horror- und Angstzuständen für einen Dopaminkick. Und für die anderen ist es wirklich nur Horror. Zweitens, manche Menschen haben schlechte Erfahrungen mit Horrorfilmen oder Geschichten gemacht und assoziieren damit was Negatives. Das ist dann einfache Konditionierung, sagt die Soziologin. Ich mag Achterbahnen und liebe Horrorfilme. Und das, obwohl ich 2 sehr negative Erinnerungen an Horrorfilme habe, die ich viel zu früh in meinem Leben gesehen habe. Einmal aus sozialem Druck mit 11 Jahren auf einer Party, da haben wir den Horrorfilm S gesehen und etwas später aus Dummheit, weil ich alleine einen Horrorfilm schaute, den ich für eine Komödie hielt. Trotzdem ist meine Neugier für das Genre nie verschwunden. Obwohl ich nach beiden Erlebnissen wochenlang Albträume hatte und nicht schlafen konnte. Es gibt tatsächlich einen Film, der mir richtig schlimm in Erinnerung geblieben ist, aber es ist kein Horrorfilm. Grüne Tomaten. Und da gibt es eine Szene, wo ein Typ mit dem Fuß in einem Bahngleis stecken bleibt und vom Zug überfahren wird. Und das hat sich so in meinen Kinderkopf eingefräst, dass ich noch wochenlang danach Albträume hatte. Ich glaube, das werde ich auch niemals komplett verarbeiten können. Ich war circa 10, 11 Jahre alt.
Da hat mir mein Bruder damals eine VHS gegeben und meinte, hey, guck mal den ersten Film auf dieser VHS, aber guck dir auf gar keinen Fall den zweiten Film auf dieser VHS an. Also habe ich mir in diesem zarten Alter den ersten Predator angeguckt. Und was soll ich sagen? Ich habe den Film komplett durchgeschaut. Ich hatte riesigen Schiss. Ich habe 4 Wochen schlecht geschlafen, habe vermutet, der Predator steht getarnt in meiner Zimmerecke und hatte richtig, richtig, richtig Schiss. Aber ich war auch fasziniert. Ich habe den Trailer von Hereditary gesehen und habe mich fast eingekackt. Also, ja. Also wenn man es ein bisschen allgemeiner hält, fiktionaler Horror geht für mich relativ unbewusst, glaube ich, los in meiner Taufe und dem auf ein Kreuz, ein Folterinstrument mit einem derbenden Folteropfer, nämlich Jesus. Und geht dann auch weiter mit dem Märchenschatz der Krims, die erstaunlich grausam sein können. Ich habe da wohl Glück gehabt, denn man kann sogar Traumata entwickeln, wenn man sich zu früh Horrorfilme anschaut oder dazu überredet wird, obwohl man nicht möchte, sagt die Medienpsychologin Dr. Angela Schor. In einer sozialen Situation sei nicht jede Person so mutig, den Film zu verlassen, wenn er oder sie merken, dass die Angst eigentlich zu groß ist. Also überredet nie irgendwen, einen Horrorfilm zu gucken. Man kriegt ja schon so einen Adrenalinstoß, wenn man einen Horrorfilm guckt oder auch so ein Horrorgame zockt. Und ich frage mich immer, wo geht das hin? In der ersten Nacht schlafe ich tatsächlich etwas weniger als normalerweise. Das liegt aber eher daran, dass ich nicht müde werde, statt an möglichen Albträumen. Es ist echt spät, aber ich bin noch super wach. Der Film war echt krass und mein Kopf ist noch total drin in dieser Welt. Mein Körper ist sowas von wach und das auch noch 2 Stunden später. Woran liegt das? Ein Blick in die Forschung erklärt das Ganze ziemlich klar. Meine Augen und Ohren haben eine spannende Geschichte verfolgt und mein Gehirn hat das Ganze so auf mich übertragen, als wäre ich selbst in einer Gefahrensituation. Mein Körper verkrampft in gruseligen Momenten. Heißt, das Gehirn sorgt gerade dafür, dass ich durch Stillhalten weniger sichtbar bin für einen möglichen Feind. Mein Puls steigt an. Heißt, das Gehirn sorgt dafür, dass mein Körper jederzeit kämpfen oder fliehen kann und versorgt meine Muskeln mit genug Blut und Sauerstoff. Ich vergesse alles um mich herum. Heißt, das Gehirn kann dafür sorgen, dass wir besser hören und sehen, wenn wir ängstlich sind. Wir vergessen in dem Moment, wen wir noch anrufen sollten oder dass Arbeit auf uns wartet. Unsere gesamte Konzentration ist auf die Situation im Film gelenkt. Und mit dieser erhöhten Konzentration können wir uns einer potenziellen Gefahr viel besser stellen. Und gute Filmemacherinnen und Filmemacher wissen und nutzen das. Was macht dir Angst? Das ist eine sehr private Frage und könnte man abkürzen mit alles, was mir bedrohlich vorkommt oder alles, was bedrohlich ist. Schwer zu sagen, ich würde behaupten, ich bin kein besonders ängstlicher Mensch. Ich bin aber ein sehr schreckhafter Mensch. So, wenn ich um eine Straßenecke laufe und mir kommt jemand entgegen, was ja bei einer Straßenecke durchaus mal passieren kann, dann fühle ich mich, als hätte ich einen Herzinfarkt. Darum sind Jumpscares halt auch der absolute Tod für mich. Es ist irgendwie nicht cool, dass einem so viel Angst macht. Worauf ich immer wieder zurückkomme, ist im Dunkeln irgendwo hinzugehen alleine. Da auch immer gerne einfach anbieten, ob man jemanden nach Hause bringen kann. Ich zum Beispiel gehe trotzdem sehr gerne einfach alleine dann nach Hause, aber finde es toll, dass es angeboten wurde. Angst verspüre ich eher, wenn das nächste Schreiben vom Finanzamt kommt oder ich habe Angst vor einer schweren Krankheit. Bei Filmen aber fürchte ich mich. Ich erschrecke mich vor einem Jumpscare, ich grusel mich vor einem Geisterfilm. Das sind irgendwie andere Emotionen für mich. Und bei der Effektivität ist es bei mir persönlich ganz klar das Unbekannte. Wenn es um einen Horror geht, den ich nicht mehr greifen kann mit meinem Verstand, der undefinierbar ist, dann kriege ich echte Gänsehaut. Was macht euch Angst? Egal ob realistisch oder unrealistisch. Was versetzt euch in Alarmbereitschaft? Es ist wieder soweit. Der zweite Film kommt von einer jungen französischen Regisseurin und ich habe nur Gutes darüber gehört. Los geht's mit Raw. Der zweite Film überrascht mich erneut, allerdings ganz anders. Er zieht mich tief in die Gefühlswelt der Hauptfigur, schockiert mich mit seiner realistischen Darstellung der Welt und haut mich mit seinem Ende komplett um. Und ich fühle mich danach richtig gut. Ich habe gerade komplette Glücksgefühle. Dabei war das jetzt nicht unbedingt ein Film, der Glücksgefühle auslösen soll. Eher Schauer, Grusel und vielleicht so ein Ekel und so eine düsterne, wabernde Unruhe. Aber ich bin einfach nur super gut drauf gerade. Wer schreibt? Warum komme ich mit Glücksgefühlen aus einem Horrorfilm? Auch hier hat mein Gehirn mich wieder ausgetrickst. Die Psychiaterin Dr. Catherine Brownlow von der Ohio State University hat herausgefunden, dass unser Gehirn nach einem gruseligen Film dafür sorgt, dass es sich wieder beruhigt. Es setzt Dopamin frei und sorgt für ein erhöhtes Wohlbefinden. Immerhin haben wir gerade eine in unserem Kopf riskante und gefährliche Situation unbeschadet überstanden. Und diese Vorgehensweise fürs Gehirn kann man für sich selbst ausnutzen.
Ein Horrorfilm kann unser Gehirn ruhiger machen. Und es kann eine gute Vorbereitung für Situationen sein, vor denen wir uns fürchten. Wie ein Gespräch mit einem Vorgesetzten oder das Auftreten auf einer großen Bühne. Wir gehen nach einem Horrorfilm ruhiger in diese Situation, weil wir ja vor dem beispielsweise für uns gruseligen Bühnenauftritt etwas viel Gruseligeres durchgemacht haben. Horrorfilme können also eine positive Auswirkung haben und für Horrorfans sogar gesund sein. Diese etwas steile These ist tatsächlich wissenschaftlich belegt, denn Horrorfilme schauen kann die Immunität des Körpers schützen, weil alles auf Alarm gestellt wird. Zumindest bis kurz nach dem Schauen ist unser Immunsystem aktiver, weil wir einen höheren Anteil weißer Blutkörperchen aktiviert haben. Und laut einer anderen Studie von 2021 verbrennt man bei Horrorfilmen in etwa so viel Kalorien wie bei einem halbstündigen Spaziergang. Diesen Push, den Horrorfilme einem geben können, nehme ich auch Mitte der Woche bewusst wahr. Ich merke, dass ich nach den Filmen immer noch mal viel wacher und produktiver werde. Ich bin gut gelaunt und habe 1000 Ideen. Außer natürlich, ich fand den Film nicht so gruselig, dann bleibt der Effekt eher aus. Der dritte Film ist allerdings ein ziemliches Kunsthorrorwerk mit einer spinnenartigen Puppe. Possum ist seltsam, unheimlich und sehr bedrückend. Es ist tatsächlich auch der erste Film, bei dem ich merke, dass Filme alleine schauen wesentlich weniger Spaß macht. Vor allem, wenn es so gruselig wird und man in jedem Schatten im Raum etwas vermutet. Jeder von euch war mal an einem Punkt in seinem Leben, in dem er oder sie eine Spinne ohne Probleme in die Hand genommen hätte. Und zwar in eurem ersten Lebensjahr. Als Babys finden wir Spinnen genauso interessant wie einen Ball. Angst davor ist etwas, das wir erst lernen. Mit der Zeit entwickeln wir Ängste durch eigene Erfahrungen, wie zum Beispiel den Biss durch ein Tier. Aber nicht jede Angst entwickelt sich durch eigene Erfahrungen. Wir können Angst auch durch Filme entwickeln. Filme können Ängste entstehen lassen. Alle Studien sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch da weiter reinlesen wollt. Aber wie lernen wir jetzt Angst aus einem Film? Zum Beispiel, wenn wir sehen, wie ein Tier einen Menschen beißt und dieser in Angst das Gesicht verzerrt. Diese Fremderfahrung speichert unser Gehirn ebenfalls ab und holt sie in einer ähnlichen Situation als Schutz wieder hoch. Letztlich ist allerdings wichtig, wie wir mit dieser Angst umzugehen lernen. Ob sie uns lähmt oder beflügelt, ist auch etwas, das wir lernen und in einem bestimmten Maße auch umlernen können. Es gibt auch eine Menge Ängste im medizinischen Bereich. Die Angst vom Zahnarzt, die Angst vor Spritzen und Menschen, die kein Blut sehen können. In den meisten Horrorfilmen gibt es massig Blut. Und an der Stelle möchte ich auch euch mal auf was aufmerksam machen. Etwas, das mir persönlich wichtig ist. Alle 12 Minuten erhält in Deutschland jemand die Diagnose Blutkrebs. Die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Kindern. Und es ist auch einer der Gründe, warum ich seit Jahren Spender bin. Und ich würde mich freuen, wenn auch ihr Spender werdet und damit vielleicht einem Menschen das Leben rettet. Das Ganze ist super einfach. Lasst euch bei der Deutschen Knochenmarkspende registrieren. Die schicken euch ein Registrierset, ihr macht einen Wangenabstrich, schickt die Probe wieder ein und sollte sich ein Mensch finden, auf den eure Daten passen, könnt ihr ihn durch eine einfache Knochenmarkspende das Leben retten. Simpel und effektiv. Wer mehr erfahren will, nutzt den ersten Link in der Videobeschreibung und bitte registriert euch. Es kostet euch nichts und kann tatsächlich Leben retten. So, es war wie gesagt kein Placement, das hier ist Eigeninitiative und unbezahlt. Der letzte Film, der mich richtig gegruselt hat und vor dem ich echt Schiss hatte, das war It Follows. Ich muss sagen, der Film hat mich wirklich umgehauen und ich habe mich mehrere Tage danach auf der Straße immer wieder umgedreht. Ich hatte früher ganz, ganz große Angst vom Slenderman. Die Zeit ist Gott sei Dank überwunden. Ich möchte aber auch nicht weiter drüber reden, weil die Zeit war lang und ich war älter, als es eigentlich okay wäre. Wusstet ihr, dass unser Gehirn Angst übrigens ganz anders abspeichert als jede andere Erinnerung? Bewusste Erinnerungen speichern wir im expliziten Gedächtnis. Hier wird gespeichert, was wir bewusst lernen, wen wir treffen oder wo wir waren. Im impliziten Gedächtnis, dem Unbewussten, speichern wir Dinge, die unser Verhalten bestimmen. Darin liegen auch Fähigkeiten wie Radfahren, Autofahren und vor allem unsere Ängste. Menschen, die beispielsweise unter Gedächtnisstörungen leiden und sich neue Dinge gar nicht mehr merken können, können sie aber weiterhin unbewusst neue Ängste merken. Verletzen sie sich in einer bestimmten Situation, treten sie zum Beispiel auf einen rostigen Nagel an einer bestimmten Stelle in ihrem Garten, sind sie nächstes Mal vorsichtiger, obwohl sie sich an das Ereignis selbst nicht erinnern können. Trotz einer Gedächtnisstörung wissen diese Menschen unbewusst, dass hier Schmerz lauert. Die Situation ist unbewusst abgespeichert. Angst wird nicht vergessen. Auch nach dem dritten Horrorfilm habe ich keine Albträume und auch keine besonderen Einschlafprobleme mehr. Und am Ende der ersten Woche hatte ich so viel Spaß mit den Filmen, dass ich verlängere und in der zweiten Woche einige meiner Lieblingshorrorfilme schaue. Ich habe in 20 Tagen diese 20 Filme geschaut und war meist begeistert, in meinem sicheren Bereich erschrocken und insgesamt wesentlich entspannter. Fast so, als würde ich bei den Horrorfilmen Stress abbauen.
Zum Stressabbau bei Horrorfilmen habe ich auch eine aktuelle Studie gefunden, die aber wesentlich weitreichendere Ergebnisse hat. Horrorfilmfans stressen Krisen weniger. Und das gilt auch für Corona. Eine Studie aus dem Jahr 2020 kam zu dem Schluss, dass Menschen, die gerne Horror- und vor allem Zombiefilme schauen, besser auf die pandemische Situation vorbereitet waren, weil ähnliche Szenarien beim Filmschauen schon im Gehirn simuliert worden sind. Außerdem kann der Körper Stress und Ängste beim Schauen der Filme abbauen. Das Auseinandersetzen mit Angst sorgt auch dafür, dass wir lernen, mit Angst ruhiger umzugehen. Wir trainieren sozusagen, unsere Angst zu kontrollieren, indem wir sie in einem sicheren Umfeld erleben. Also, wer viel Horrorfilme schaut, kann vermutlich besser mit Angst umgehen und ist ein entspannterer Mensch, solange die Person erwachsen ist. In einer anderen Studie fanden Forschende 2021 heraus, dass Horrorfilme bei Menschen zwischen 12 und 17 die psychologische Gesundheit gefährden können und das hier sogar den gegenteiligen Effekt haben kann. Ich habe in 20 Tagen 20 Horrorfilme geschaut und sehr viel über Angst gelernt. Falls ihr Bock auf ein paar gute Horrorfilme habt, checkt auch gerne meine Listen auf Letterboxd aus oder hört euch mal ein paar Filmtipps an. In the Mouth of Madness oder auch zu Deutsch Die Mächte des Wahnsinns. Ich finde Midsommar sehr cool, wobei jetzt manche Leute sagen würden, das ist noch nicht mal ein Horrorfilm. Ich finde den super. Es gibt ja, wie gesagt, Horrorfilme für jede Gelegenheit. Also auf der einen Seite sowas wie Picknick am Valentinstag, ein Film, wo kein Tropfen Blut fließt. Fantastischer Horrorfilm, genauso wie es Nekromantik ist von Jörg Buttgereit. Oder der fantastische Horrorfilm Schlaf von Michael Venus, den es jetzt aktuell in der ZDF-Mediathek gibt. Angst ist ein riesiges Thema. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Angst die körpereigene DNA verändern kann? Wenn ihr generell zu Angst noch ein tiefergehendes Video sehen möchtet, schreibt mir das gerne. Und falls euch interessiert, warum mein Lieblingsstofftier als kleines Kind so aussah und wie viele Menschen Angst vor Clowns haben, dann checkt gerne meine weiteren Videos aus. Danke an meine Patreons und vielen, vielen Dank an alle Beteiligten dieses Videos. Bis bald.